Gegensätzlicher könnten die Trends beim Essen nicht sein. All überall Steak- und Burgerläden, die Warschauer hauen da begeistert rein. Aber auch Igitt, bloß nichts Tierisches. Nach London und Berlin ist keine Stadt in Europa so vegan unterwegs wie Warschau. Ein Pionier in Polen war Piotr Wajinski. Seit 25 Jahren kocht er vegan. Er widerspricht menschlichen Karnivoren, die das schrecklich einseitig finden. Früher haben wir uns nicht bewusst gemacht, dass man Sahne aus Sonnenblumen machen kann oder Käse aus Mandeln. In der veganen Ernährung ist alles möglich. Es ist wirklich eine Frage der Vorstellungskraft. Kleine Kunstwerke rein pflanzlich, das Auge isst bekanntlich mit. Das teuerste vegane Dessert 3,70, ein Hauptgericht 8 bis 9 Euro. Diese Vorspeise 5,50. Das hier sind unsere Frühlingsröllchen. Wir haben Gemüse in Reispapier gewickelt und drinnen ist Tempeh plus Nudeln aus Süßkartoffeln. Etwa 15% der Polen sind Vegetarier und etwa 7% Veganer. Früher hat alles überall gleich geschmeckt, Hummus, Falafel und Schluss. Hier geht man kreativer ran, das ist toll. Wir schaden den Tieren nicht und vor allem nehmen wir mehr Vitamine auf. Für Gegner bleibt vegan eine Mangelernährung. Experten sehen aber durchaus Vorteil. Bluthochdruck war etwa früher ein Problem für alte Menschen. Heutzutage kämpfen schon Jugendliche damit. Und Bluthochdruck ist stark mit hohem Fleischkonsum verbunden. Trotzdem einfach Schnitzel weg und Soja her reicht nicht. Wichtig ist, dass man dem Körper Vitamin D zuführt, das häufig in tierischen Produkten zu finden ist. Vegan boomt also ausgerechnet im Land der deftigen Fleischgerichte, Piroggen und heutzutage Burger. Am Ende ist es Einstellungssache. Das klassische Getränk in Polen zum Fleisch, ein Bier, und das ist übrigens normalerweise vegan.